Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer-Map-Holzer-Challenge mit dem Marschierer. Hallo! Hallo! Am Freitagmittag sind wir schon angekommen. Und ja, große Nachfrage, für Silagen ist immer noch aktiv. Wir haben wieder einen vollen Wagen mit 24 Stück wunderbar gepressten Rundballen, Silage-Rundballen, fertig gemacht und fahren jetzt hier zum Viehhändler, wo es momentan 600, wie viel war da nochmal? 697, glaube ich. Ja, 697, was natürlich schon ein richtig, richtig guter Preis ist. Und versuchen da natürlich jetzt noch so viel wie möglich zu machen. Da hinten steht... Lol. Da hinten steht unser Roder, by the way, aber den können wir momentan nicht nutzen, weil es regnet. Und das ist nicht gut. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Gras alles runterbekommen, weil das können wir machen während dem Regen. Wir gucken erstmal, dass wir Silageballen wegbringen. Natürlich zu einem guten Preis, klar. Und weil wir sonst nichts anderes machen können. Aber ich glaube, Marschierer, da werden wir heute, wenn nicht in dieser Folge, dann in der zweiten Folge heute auch fertig werden, ne? Ich denke, ja. Deswegen, also irgendwann wird uns jetzt die Arbeit ausgehen. Da müssen wir uns echt mal jetzt schauen. Nee, danach schnapp ich meinen Trecker mit dem Passbell und fahre nochmal die Ränder hier ab. Achso, ja, kannst du auch. Ja, bevor sich da Berge kümmeln. Ja, kannst du auch. Und düngen können wir wahrscheinlich auch mal die Grasflächen, ne? Das wird auch nicht schaden. Ja. Also, wir haben zwar noch ein bisschen Arbeit, aber ich weiß nicht, ob wir da die ganze Woche, also die ganze Dingens füllen können, die ganze Zeit, die wir hier haben, aber... Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Erstmal, wie gesagt, Ballen wegfahren, das ist das, was wir auch schon am Montag und am Mittwoch gemacht haben. Da, am Mittwoch gab es noch einen kleinen Stau hier, weil jeder hat gesehen, oh, hier gibt es guten Preis. Müssen wir schnell verkaufen. Ja, ist es halt leider so, ne? Oh, oben tümmelt sich's aber. Wie gesagt, wir haben auch noch vor, die 30 zu kaufen. Feld 30, wir wollten eigentlich kein Feld mehr kaufen, aber es ist halt so, wenn wir die 30 kaufen, ne, da sind halt schon sehr, sehr viele Kartoffeln drauf. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir uns mit dieser Entscheidung, das Feld zu kaufen, das Kartoffel-Ansee-Equipment sparen können. Das wären 100.000 Euro, die wir uns sparen, weil dann zahlen wir praktisch 100.000 Euro weniger fürs Feld, weil das Zeug hätten wir sowieso gebraucht. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Oh Gott, oh Gott! Alter, was macht denn er da? Also Simon bringt halt alles weg, was nicht bei drei im Baum ist. Und, ah, die werden aufwerten. Die werden sich auch eine Fastbale kaufen, glaube ich. Ist aber nur eine Vermutung. Und werden sich vielleicht sogar auch den Big M kaufen. Es ist wohl möglich. Ich habe tatsächlich nicht alle Folgen gesehen von denen, aber... Ich auch nicht. Es kann gut sein, dass da was kommt. Lassen wir uns überraschen. Das Schöne ist, im Regen, die ganzen Fahrzeuge sind wieder sauber. Ja, ein Kerscher ist total überbewertet. Ja, für was? Weißt du, warum? Alter, liegen hier Ballen rum. Bist du des Wahnsinns. Also ich glaube, Simon und Ron sind fertig mit dem Abfahren, weil die haben jetzt gerade was anderes weggebracht. Komm schon, komm. Ja, sehr gut. Ah, die machen Holz da drüben. Jetzt sehe ich das erst. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das war tatsächlich auch ein kleiner Plan. Oder das war auch mal eine Idee von uns in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, wenn wir gar nichts mehr zu tun haben, dann holen wir uns irgendwas für Holz und machen einfach mal ein bisschen Holz. Weil eine Motorsäge ist ja gleich gekauft, das ist ja kein Problem. Und dann schauen wir mal, wie das hier vonstatten geht. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Das ist noch Zukunftsmusik. Und solange der gute Preis da ist, müssen wir den einfach ausnutzen. Das heißt einfach jetzt wegfahren, 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 ohne Pardon. Alter, wenn es nach mir geht, ne, dann könnte diese Anderson-Brille einfach sehr viel schnell arbeiten. Einfach so, zack, zack, zack. Und rauf das Zeug.
Ah, ich weiß, was du meinst. Hier liegt teilweise noch sehr viel Gras rum, ne? Ja, ja. Gleich wieder da. Oh, hallo. Hallo. Hallo, lieber Werner. Ich wollte eigentlich zu dir kommen, aber Glückwunsch zum neuen Kauf, ne? Ja, wollte ich auch gerade zurückgeben. Glückwunsch. Vielen Dank. Was ist es geworden? Was Einachsiges. Was? Was Einachsiges, was auch wickelt. Hast du eine Fastbale? Hm? Haben wir schon gedacht. Ja. Ist ja auch mal Zeit geworden. Ist aber auch ein bisschen effektiver, das muss man sagen, ne? Mhm. Und wann kommt, also wann kommt der Big M? Ja. Oder habt ihr den schon gekauft? So. Nee, noch nicht. Nee. Geht so, meinst du? Ja, klar. Ja, ein bisschen Angst habt ihr, aber hast du aber schon irgendwie vor mir, oder? Du, ich hab dich gesehen mit 3 Geräten und hab mir gedacht, Alter, wirf dich weg, weil das überlebst du nicht. Aber auch davor schon. Hast du schön brav oben gewartet. Ja, ich weiß ja nicht, wie du drauf bist, weißt du? An einem schlechten Tag sagt er, war was? Nö, war nicht. Ja. Ne? Deswegen, also der Simon ist unberechenbar. Wollte gerade sagen, Simon darfst du nicht unterschätzen, ne? Ja, das ist schon. Was macht man jetzt, wenn es jetzt die ganze Nacht Werder regnet? Ja, regnen lassen, ne? Habt ihr genug Arbeit? Ja, uns geht ja die Arbeit nicht aus. Ehrlich? Jo. Ja, wir sind noch nicht sicher. Ja, euer monströses Teil steht ja unten so vor sich hin, ne? Ja, wir können nicht arbeiten, wenn es regnet. Das ist nicht schlecht. Das ist, es wäre noch genug zu ernten, aber wenn du, ne? Wenn es regnet, dann geht das einfach nicht. Das ist leider das Problem. Ja. Der Unimog, der schwimmt manchmal aber auch. Das stimmt. Jo. Also auch mit dem vollen Ballenwagen, das Ding lenkt in alle Richtungen, nur nicht in die, wo du hin willst. Mhm. Oder musst du schon mit einkalkulieren. Ja, das ist leider so. Gut, ja, dann nochmal Glückwunsch, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Ich bin bis nächstes Mal. Tschüss. Baby. Okay, die haben sich eine Fastbale gekauft. War ja irgendwie zu erwarten. Ja. Aber weißt du, was mir einfällt, Mashira? Was wäre, denn, wann bist du mit dem Mähen fertig ungefähr? Oh, ich denke in dieser Folge bestimmt noch. Weil dann könnte man doch eigentlich mal ganz höflich fragen, den Uwe und den Boxe, ob sie nicht noch Stroh haben, weil dann kannst du mit der Fastbale einfach mal Strohballen machen. Weil gilt ja auch, haben wir gesagt, ne? Weil dann kann ich die abholen, dann haben wir uns ein Lager auf den Hof und gut ist. Weil die 100.000 Liter... jetzt habe ich ein Problem. Die 100.000 Liter, die brauchen wir ja so oder so, weißt du? Egal, ob jetzt fest oder nicht fest. Aber die 100.000 Liter von Stroh brauchen wir so gewinnen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Meine, außer wir pfeifen drauf und kaufen uns einfach. Weil 100.000 Liter wären... 10, 20, 25 Ballen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, einmal abladen, bitte. An dieser Stelle laden, jo. Weiß gar nicht, ob der Preis noch so gut ist. 66, ich glaube, er ist noch so gut. Jo, ja, ist richtig gut. Wenn ich mir denke, wir haben schon für 40.000 verkauft, ne? Und jetzt 66 ist halt schon krass. Ich bin mal kurz bei Uwe. Ich bin gleich wieder da. Glaube ich zumindest. Hallo. Hallo. Habt ihr denn noch Stroh rumliegen? Ja, was zahlst du? Nee, haben wir. 197.000 Liter können wir euch geben. Nicht mal im Feld rumliegen? Könnt ihr euch abholen auf dem Lager. Achso, ich habe gedacht, ihr habt das am... Okay. Weil sonst hätte ich euch den Marschierer geschickt mit der Presse.
Ja, nee, haben wir leider nicht. Okay. Müsst ihr ins Lager schmeißen. Okay, dann machen wir das. Ich meine, wir können das auch rausholen und wir machen euch einen Haufen Händler, dass kann dann trotzdem mit der Presse rüberfahren. Nee, das lohnt sich ja nicht, wenn ihr das schon eingesammelt habt. Es wäre nur die Idee gewesen, wenn es auf dem Feld liegt, weil irgendein Feld da oben habe ich gesehen, da liegt Stroh drauf. Ja, das ist aber das von Paul und Marc. So. Ja, fragt bei Paul und Marc, ob das loswerden wollen. Nee, wenn ihr genug habt, brauche ich nicht mit anderen fragen. Ja. Weil die wollen... Nee, also das passt. Okay. Haben wir eingeholt. Aber was macht ihr jetzt ohne Silageverkauf? Weiterarbeiten natürlich, ne? Wir haben noch einiges auf dem Feld anliegen an Grasspart. Achso, ja gut, das geht natürlich auch. Gut. Geht euch die Arbeit aus, oder was? Noch nicht. Wird auch eng, meinst du, oder was? Ja, wenn wir nicht roden können, ne, dann ist es ziemlich schwierig. Ja, kennen wir, aber momentan tatsächlich geht's eigentlich noch ganz gut. Deswegen, also wir haben jetzt zwar unsere Silageballengeschichte, die dauert jetzt noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lange, ne? Und wenn ich den Wetterbericht habe ich gesehen, der sagt, bis spät in die Nacht wird es noch weiter regnen. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. Und da, also wir können wahrscheinlich noch ein bisschen kosmetische Arbeiten machen, ne? Vielleicht mal ein bisschen düngen und so weiter, aber das war's dann auch schon. Kosmetische Arbeiten? Kosmetisch, das ist ja, so, okay. Also nichts Zweckmäßiges, sagen wir mal so. Ein bisschen Dünger aufwerfen ist ja jetzt nicht, weißt du? Nö, man bringt ja kaum mehr Ertrag. Ach, das ist ja Pillepalle. Nicht der Rede wert. Ja, nicht. Seid ihr nicht die mit den Kühen? Nee, ne? Ihr wart ja mit den Schafen, oder? Wir haben auch eine Handvoll Kühe. Weil es ist eine große Nachfrage bei der Käserei für Milch. Ja, haben wir festgestellt, lohnt sich aber bei uns nicht. Wir haben erst irgendwie 1200 Liter Milch oder sowas. Okay. Ja, es sei denn, ihr wollt Geld loswerden und sagt, na, hier, kauft mal ein paar Kühe hier. Tatsächlich nicht. Also, ja. Die stinken. Ja, was sagt denn euer Kontostand, wenn ich fragen darf? Dann muss ich nicht nachgucken. 316. Alter, ja, lol. Okay. Ihr habt mit 55 angefangen, ne? Ja, genau. Ja, schön. Was, nächste Investition? Wissen wir noch nicht. Wisst ihr noch nicht? Nee, wir haben tatsächlich alles, was wir brauchen, ganz blöd gesagt. Ja. Also, mehr Felder bringt uns jetzt nichts, weil wer soll die bewirtschaften? Noch ein Big M bringt uns auch nichts, wer soll den fahren? Ein größerer Traktor bringt uns auch einfach, nicht. Ne? Ihr müsst halt die Lage jetzt voll bekommen. Ja, schon. Ja, aber ihr werdet doch bestimmt noch eine Primus euch kaufen, oder nicht? Weiß ich noch nicht. Also momentan haben wir noch keinen Bedarf. Ah, okay. Weil einfach nur aber was zu kaufen, dass wir einen Hof ist dann Geld auch zu haben dafür wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Nee, das ist klar. Wir sind noch im Überlegen, ob wir jetzt irgendwas in die Holzrichtung kaufen. Weil das ist jetzt die Sache, die wir jetzt machen könnten, wenn es regnet. Ja, verstehe ich. Aber ist noch nicht sicher. Okay. Gut, ich gehe nochmal Maschine aufwecken. Okay, tschüss. Ja. So. Also die haben wohl genug Arbeit. Okay. Und das Stroh liegt nicht mehr am Feld, sondern das haben sie eingefahren in ihr Lager. Was aber auch irgendwie klar war, weil Untergrubbern macht ja eigentlich wenig Sinn. Alter, der Ball ist aber weit gerutscht hier vorne. Boah. Ich habe ja schon mal das Problem gehabt, dass ich hier nicht drehen konnte, weil dann kommt Marc wieder um die Ecke und sagt, ihr habt zwei Körner von mir kaputt gemacht. warte mal, ich drehe einfach hier. Also dieser RPM 2000 ist halt schon wirklich ein geiler Anhänger, ey. Alter. Du merkst schon, ne? Also es ist wirklich, teilweise ist er echt schwer, der Anhänger, wenn er voll ist. Jetzt nicht nach hinten rutschen. Ah, sehr schön. Gut. Alter, Maschira lässt hinten raus ohne Ende, ne? Da gibt's keinen Nonstop bei dem. Einfach nur Vollgas. Gut, ja. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Erstmal sind wir fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst es ja gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns heute noch einmal, wenn ihr wollt, um 16 Uhr zu einer weiteren Folge hier
auf der Holzer-Map, Holzer-Challenge. Bis später, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.